Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal zu einem heutigen Thema, was relativ schwierig sein wird. Welcher mechanische Zylinder ist der richtige für mich? Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, so einfach wie es klingt, so schwierig ist es. Welchen mechanischen Zylinder soll ich mir denn für mein Objekt kaufen? Was ist denn der beste? Was ist denn der richtige? Gibt es Unterschiede? Was bedeuten die Normen, die es alle gibt? Und so weiter und so fort. Das versuche ich heute mal mit euch in einem relativ kurzen Video, so kompakt wie möglich, dass ihr ein paar Punkte an der Hand habt, dass ihr, wenn ihr etwas kauft, es auch regulär vergleichen könnt. Denn, Achtung, Zylinder ist nicht Zylinder. Es gibt Zylinder, die kosten 1 Euro, es gibt einen Zylinder, die kosten 100 Euro. Von der Logik her können die nicht dasselbe können. Es gibt Zylinder, die haben sie nicht zertifiziert, es gibt Zylinder, die sind zertifiziert. Brauche ich denn eine Zertifizierung? Und so weiter und so fort. Alles Fragen. Da habe ich noch nicht mit euch drüber gesprochen, dass es gezackte Schlüssel gibt. Und ich habe noch nicht drüber gesprochen, dass es Wendeschlüssel gibt. Ist denn das ein Unterschied? Ist das vom Sicherheitsfaktor ein Unterschied? Es gibt Zylinder, die haben eine Modulbauweise. Ihr seht das hier. Es gibt Zylinder, die haben keine Modulbauweise. Gibt es denn da einen Unterschied? Fragen über Fragen. Sicherungskarte etc. pp. Tja, wie fangen wir nun an? Wie bringen wir das Chaos nun ein kleines bisschen in die Sortierung? Also, fangen wir mal damit an. Grundsätzlich lasse ich jetzt alle Hersteller außen vor. Ich will jetzt nicht vorschlagen, das ist der beste Zylinder und den könnt ihr kaufen. Das wäre völliger Unsinn. Sondern wir gehen mal ein kleines bisschen mit Logik ran und wir lassen auch die Kirche, und das ist mein wichtigster Spruch, immer im Dorf. Im Zweifelsfall empfehle ich immer, und das wiederhole ich dann nicht nochmal, sich natürlich beim Fachhändler immer beraten zu lassen im Zusammenhang zu dem Objekt, was ich gerade machen möchte. Und da sind wir schon beim ersten wesentlichen Punkt. Wichtig ist erstmal, wollt ihr ein Gartenhäuschen ausrüsten, wollt ihr ein Wohnhaus ausrüsten, wollt ihr ein Vereinsgebäude ausrüsten oder wollt ihr vielleicht ein Juwelier oder eine Bank oder was weiß ich, ein sehr hochschützenswertes Objekt ausrüsten. Erstmal ist das schon mal der erste Grund, der entscheidet, welcher Zylinder könnte denn in Frage kommen. Denn ihr seid mir einig, ich muss beim Gartenhäuschen keine 100 Euro in einen Zylinder investieren, wenn ich einfach nur eine Papptür verbaut habe. Es ist auch ein Unterschied, und da komme ich zweitens dazu, ob ich eine Schließanlage haben möchte auf der einen Seite, also sprich einen Schlüssel, der alles schließt, ein paar Gruppen und so weiter, das kann schon beim Wohnhaus zutreffen. Möchte ich eine Gleichschließung, das ist auch eine Art der Schließanlage, oder rede ich nur von einer einzelnen Tür, die ich absichern möchte. Auch da kann man, wenn man einen einzelnen Zylinder, eine einzelne Tür nur absichern möchte, sich ein bisschen entspannter zurücklehnen, weil man einfach sagen kann, ja, ob der Zylinder 50 oder 70 Euro kostet, im Zweifelsfall nehme ich den teuren, da kann ich nicht verkehrt machen. Ist sicherlich nicht die falsche Logik, das geht aber bei der Schließanlage nicht ganz so auf, weil ob ich 5 mal 50 Euro bezahle oder 5 mal 100 Euro bezahle, das merke ich am Ende. Und ob ich dann dadurch besser gestellt bin, das ist natürlich auch die entscheidende Frage. Also, was wollt ihr machen? Das ist der ganz wichtigste Faktor. Und dann kommt der aller wichtigste Punkt, die Kirche im Dorf lassen. In Gebäude tut sich nicht alleine nur am Zylinder, am Grad der Sicherheit festmachen. Das heißt, es ist oftmals gar nicht so notwendig, über so einen hochwertigen Zylinder zu reden, weil die Türen, die man hat, das vielleicht gar nicht widerspiegeln. Oder weil ich Terrassentüren habe, wo ich viel Glas habe und so weiter und so fort. Das heißt, die Art des Gebäudes geben auch ein kleines bisschen wieder, was werde ich denn am Ende für einen Zylinder mir einbauen, damit ich auch über, ich sage es mal, nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen habe. So. Und dann würde ich im vierten Step ganz klar im Zweifel immer nochmal die Versicherung fragen. Ich möchte gerne das machen. Ich habe das Produkt angeboten bekommen. Ist es mit meinen Versicherungsunterlagen konform? Wenn die Versicherung dann sagt, alles in Ordnung, kannst du einbauen, dann kann es hinterher, wenn es einen Schadensfall gibt, natürlich nicht mehr groß rumgeheult werden. So, und jetzt wissen wir zumindest ein bisschen was. Jetzt haben wir aber immer noch die völlige Bandbreite des Universums an Zylindern vor mir. Und ich werde euch am Ende des Videos nochmal zwei Plattformen zeigen aus unserem Hause, wo ihr bei der Mechanik schon vorselektieren könnt und wo ihr auch entsprechend bei einzelnen Zylindern selektieren könnt. Wir haben bei uns dafür
damit man ein Gefühl dafür bekommt, eine sogenannte Sicherheit, ein Sicherheitsfaktor erfunden. In den Sicherheitsfaktor zählen wir mehrere Faktoren des Zylinders zusammen. Erstens, ist der Zylinder zertifiziert? Welche Zertifizierungen hat er? Welche Elemente bestimmen den Zylinder zum Punkto Sicherheit, Aufbohrschutz und so weiter und so fort? Und all diese Faktoren haben wir dann zusammengerechnet, dann kommt jeder Zylinder auf einen Faktor. Man kann das bei uns auf der Seite sehen und ich werde das mal im Hintergrund parallel einbringen. Das geht von 0,1 los bis 7,2. Und da kann man zumindest ein Gefühl bekommen, wo muss ich denn ungefähr hinkommen bei einem Wohnhaus. Wir haben das also auch nochmal beschrieben, wo sollte man ungefähr rauskommen. Und dann hat man ein paar Produkte, die sich in dem Feld abspielen. Und je nachdem, wann ihr das Video seht, kann auch sein, die Seite sieht schon wieder anders aus. Könnt ihr aber euch zumindest erstmal grob einordnen, dass ihr nicht aus Versehen den Zylinder, der fürs Gartenhäuschen gedacht war, bei der Bank einbaut oder vielleicht umgedreht. So, für die einzelschließenden Zylinder haben wir das auch mal gemacht auf unserer Webseite für einzelschließende Zylinder, wo man also auch mal sieht, wo kommt man ungefähr raus. Und dann spielt ja auch, ich sage jetzt mal, das Budget und das persönliche Bauchgefühl eine Rolle mit. Aber was unterscheidet denn nun einen Zylinder vom Preis her? Es gibt Zylinder, ich sage jetzt mal, die kauft man in der Ramschkiste, die haben zum Beispiel entsprechend nicht der DIN. Es gibt Zylinder, die sind nicht geprüft nach VDS, die sind nicht geprüft nach SKG, die haben keine Brandschutzzertifizierung. Wenn ich also ein Objekt habe, wo ich Brandschutztüren habe, muss der Zylinder natürlich auch eine Zulassung haben für die Brandschutztür. Das sind all solche Dinge, die muss man im Fakto bedenken. Und wenn wir mit euch gemeinsam ein Objekt besprechen, fragen wir euch ja auch einige Details, um genau das rauszubekommen. Und je größer das Objekt ist, denkt an Fluchttüren, denkt an Panikverschlüsse, denkt an Zulassung für Panikverschlüsse, umso komplexer kann das Thema werden, sodass wir erstmal danach schauen, welches Produkt erfüllt denn überhaupt die Anforderungen für dieses Objekt. Und dann schauen wir, was bleiben denn da für Produkte übrig und welches davon ist das, was am wirtschaftlichen meist Sinn macht. Und dann kommen wir erst auf den Namen des Zylinders, denn es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt sagen würde, der FAICS, beste Zylinder überhaupt auf der Welt, dann werden von euch 50 mal ein anderes Produkt sagen und dann wird das eine unendliche Schlacht. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viele gute Zylinder gibt, aber dass es den besten Zylinder nicht gibt. Zweitens, ich glaube auch, dass jeder Zylinder in irgendeiner Weise überwindbar ist. Das interessiert mich auch nicht wirklich. Es ist nur die Zeit dahinter entscheidend. Wie lang braucht derjenige, um den zu überlisten? Das heißt, ein Zylinder, der nach VDS und SKG, 3 Sterne und alles geprüft worden ist, sagt aber leider noch nichts dagegen aus, wie geht er denn mit Schlüsselkopien um, die aus Plaste sind? Wie geht er denn mit Schlagschlüssel um? Wie kann er denn mit einem Elektropick verarbeiten? Und so weiter und so fort. Es gibt derzeit noch nicht eine Zertifizierung, die alles umfasst, wo ich sage, da habe ich einen Schutz gegen Aufbohren, da habe ich einen Schutz gegen Auftasten, da habe ich einen Schutz gegen Picken, da habe ich einen Schutz gegen Plasteschlüssel. Wir sind noch nicht in dem Bereich der illegalen Schlüsselkopien. Das heißt, es gibt heute Maschinen, die auch Schlüssel kopieren, obwohl die durch eine Sicherungskarte geschützt sind. All solche Sachen sind für euch vielleicht interessant und für den anderen vielleicht nicht interessant. Deswegen ist für jeden von euch eine gewisse To-Do-Liste wichtig, dass ich sage, ich habe das Objekt, ich möchte eine Sicherungskarte, mir ist der Faktor wichtig, mir ist der Faktor wichtig, mir ist der Faktor wichtig. Nur dann kann ein entsprechender Fachhändler auch das entsprechende System für euch raussuchen. Und dann ist es natürlich noch so, dass wir über Zylinder reden, die eine Kompaktbauweise haben, also Entschuldigung, die eine Modulbauweise haben, also die sich zusammenbauen lassen. Und dann gibt es Zylinder, die diese Modulbauweise nicht haben. Auch das sind Dinge, die muss man mit seinen Überlegungen mit einschätzen, einfügen, denn es gibt manchmal Türen, die ändern sich und dann bin ich günstiger dran, einen Zylinder mir in Modulbauweise ändern zu lassen, als einen kompakten nochmal nachliefern zu lassen. Zweitens, Zylinder in einer Kompaktbauweise sind natürlich einfacher zerstörbar als Zylinder, die eine Modulbauweise haben, weil sie, wie ihr seht, unten einen Edelstahlsteg haben, den ich nicht so einfach zerreiße wie so ein Messinggehäuse. All diese Faktoren fügen wir natürlich zusammen. Und es wäre natürlich jetzt absoluter Wahnsinn, das in ein 15-Minuten-Video zu packen und euch damit zu sagen, und jetzt lassen wir euch los und ihr kriegt das auf alle Fälle raus. Ich kann euch, und das sollte das Video eigentlich am klarsten sagen, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, nutzt
entsprechende Wegweiser von Fachhändlern. Begebt euch zu einem Fachhändler. Sagt dem, was ihr wollt. Das kann man heute auch Großteil online tun. Und guckt einfach dann nochmal, wenn euch der Fachhändler ein Fabrikat vorgeschlagen hat, wie reagiert meine Versicherung drauf. Und dann ist es natürlich auch für euch entscheidend, sagt euch das Produkt zu, weil eigentlich wolltet ihr keinen gezackten Schlüssel, sondern ihr wolltet einen Wendeschlüssel haben, dann sagt es am Anfang mit dazu. Das heißt, je mehr der Fachhändler von euch weiß, desto mehr kann der auf das Produkt eingehen. Wenn ihr sagt von vornherein, ich möchte keinen gezackten Schlüssel, ich möchte nur Wendeschlüssel, dann sortiert sich das Ganze ja zusammen. Und deswegen zeige ich euch jetzt am Computer nochmal die Hilfen, die wir für euch zur Verfügung gestellt haben, damit ihr zu jeder Zeit einfach durchplanen könnt. Und dazu würden wir dann zwei Sachen vorstellen. Für die, die es jetzt erhofft haben, dass ich jetzt an dem Ende des Videos sage, oh, das ist der beste Zylinder, da kann ich nicht verkehrt machen, ich muss es euch enttäuschen. Nicht umsonst gibt es so viele Zylinder, aber ich bin euch sicher, wenn ihr euch an uns wendet oder an einen kompetenten Fachhändler, wird der das Produkt für euch finden. Und bitte einen Wunsch am Ende nochmal. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von der Zylinder wurde geknackt, der Zylinder wurde geknackt, der Zylinder, der und der und der. Grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder Zylinder ist überlistbar. Es steht jeden Tag einer auf und hat eine tolle Idee. Aber der Zeitfaktor dahinter ist entscheidend. Was bringt es mir denn, wenn mir jemand sagt, der Zylinder, den habe ich in einer Stunde überlistet. Ist das wirklich so gefährlich? Nein, weil vermutlich eure Terrassentür sich in 30 Sekunden öffnen lässt. Und wenn der Einbrecher kommt und ihr habt die Terrassentür nicht entsprechend gesichert, dann interessiert den euer Zylinder eigentlich ein Scheiß. Darf man aber nicht sagen. Also, von daher, bitte nicht immer gleich durchdrehen, wenn es heißt, das und das ist irgendwo geknackt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich freue mich auf eine Diskussion da unten drunter. Ich freue mich darüber, wenn es ein paar Punkte gibt, die uns auch immer wieder mit anregen, wo sagt, das hätten wir mal noch sagen können, etc. pp. Ich schreibe hier kein Drehbuch, ich mache das locker aus der Hüfte. Und wenn ich schon was vergesse, ist das für mich auch mal wieder ein Grund zu sagen, ach, da kann man mal noch ein Video machen. Von daher, Grundsatz Nummer 1. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Guckt im Internet nach, fragt eure Versicherung und mit diesen Faktoren könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. In diesem Sinne, jetzt geht es weiter mit dem Konfigurator für Schließanlagen mit der Hilfe und dann für einzelne Zylinder. Also dranbleiben, Video ist noch nicht zu Ende. Auf unserer Webseite gelangt ihr, schreibt euch auch nochmal einen Text runter auf schließanlage-kaufen.de. Wenn ihr angekommen seid, gar nicht groß lange rumfackeln, gleich auf mechanische Schließsysteme drücken und da sind wir wieder bei dem Punkt, ihr seht hier ganz viele Systeme und ja, was soll ich denn nehmen? Und dabei will ich euch hier beim Thema Schließanlagen und Gleichschließungen helfen. Hier an der Seite rechts findet ihr erstmal eine Auswahlhilfe, die erkläre ich euch gleich. Wichtig ist, bei jedem System gibt es hier die Sicherheitsstufen. Ihr seht 0,1, 3,0 von und natürlich gibt es hier rechts auch eine Erklärung zu diesen Sicherheitsstufen. So. Aber da wollen wir uns jetzt mal gar nicht so lange festhaken. Wir wollen jetzt mal einfach ein Beispiel durchspielen, zum Beispiel ein Wohnhaus. Da setze ich mir einen Haken. Ihr seht, die Auswahl verändert sich. Dann habe ich zwei Schlüsseltypen, die ich entsprechend wählen kann. Gezackter Schlüssel, Wendeschlüssel. Ihr gebt mir recht, ein gezackter Schlüssel hat manchmal weniger Material als ein Wendeschlüssel. Hier kann ich mir am Ende also gerade bei verschiedenen Objekten Geld sparen, wenn ich eben nicht ständig Schlüssel nachbestellen muss, weil sie mir vielleicht doch mal abbrechen, wenn ich eben auf einen Wendeschlüssel achte. Das nehme ich jetzt mal. Dann würde ich bei einem Wohnhaus grundsätzlich, das ist kein Muss, das ist eine Empfehlung, eine Sicherheitskarte, eine Sicherungskarte empfehlen. Und wenn man tatsächlich das möchte, gibt es jetzt noch weitere. Eine Magnetkodierung ist immer eine sehr gute Idee. Warum? Damit lassen sich Zylinder nochmal über die normalen Zertifizierungen, ich sagte es ja vorhin, die nicht geprüft werden, nochmal entsprechend, ich sage jetzt mal, von der Wertigkeit der Sicherheit noch mal ein bisschen hochnehmen. So, und guck mal, jetzt haben wir was. Und wenn ich jetzt noch und sage, ah Mensch, ey, ich möchte jetzt, ach, da würde ich doch lieber, was haben wir hier zur Auswahl? Abus sagt mir was, habe ich schon mal gehört. Guckt, und schon habt ihr euer System bestimmt, in nur wenigen Klicks. Ja? Und schon habe ich da einen Zylinder zusammengewürfelt, wo ich sage, guck mal, 106 Euro, oh, verdammt. Was mache ich da? Nehme ich einen Haken raus. Ah, guck mal, kommt ein weiteres System dazu. Liege ich schon nur bei 65 Euro. Das heißt, man kann ja auch tatsächlich sehen, was bedeutet im Endeffekt diese entsprechende Auswahl an für mich an Geld.
Und so kann ich relativ einfach mal bestimmen, welches System kommt denn für mich erstmal grundlegend in Frage. Aber keine Angst, egal ob ihr das Gera-System nehmt, ein Brabus-System oder irgendwas hier auf diesem Konfigurator, am Ende des Konfigurators werden euch immer nochmal alle Systeme angezeigt und ihr könnt auch am Ende nochmal aufgrund des Budgets sagen, oh, okay, alles klar und so weiter und so fort, denn schauen wir mal, nur ein kleines Beispiel will ich euch mal zeigen. Ich nehme mal die ganze Auswahl, nehme ich mal hier zurück, nehme das hier mal raus, gehe am besten nochmal auf unsere Startseite, damit wirklich alles raus ist. So. Und was habe ich jetzt hier noch? Den Haken. So, also passt mal auf. Ich will euch mal was zeigen. Unterschied zwischen Kerbenschlüssel und Wendeschlüssel. Weil immer gefragt wird, wir merken uns mal folgenden. Wo ist er? Ich muss selber suchen. Mache ich mir doch mal einfacher. Ich könnte ja meine eigene Hilfe nehmen. Gell? So, passt mal auf. Zack. Hier. Der FA-EPS. Hier haben wir. Sicherheitsstufe 4,8. Ihr seht, ist schon relativ hoch. Liegt der Zylinderpreis bei 37,60 Euro, schon bei einer sehr hohen Sicherheitsstufe. Und nur wenn ich die auf Wendeschlüssel übergehe und auf Modular, seht ihr, hat sich der Preis in etwa schon verdoppelt. Also hier muss man ganz klar sehen, wo will ich hin, was will ich wirklich damit erreichen. Und ihr seht das hier am Beispiel von EFA, gibt es wirklich in diesen Abstufungen, seht ihr mal, wie unterschiedlich stark die Zylinder da vom Preis her ansteigen, aber die Sicherheitsstufe dann nicht mehr um ein Vielfaches steigt. Also, ihr seht, hier ist auf alle Fälle ein Gespräch mit dem Fachhändler ganz entscheidend, damit man am Ende tatsächlich, ich sage jetzt mal, nicht über das Ziel hinausschießt. So, das sollte es erstmal zum Thema Schließanlagenauswahl gewesen sein. Jetzt springen wir über auf das Thema einzelne Schließzylinder und da gehen wir auf den SICO-Shop ganz einfach. Zack, das akzeptieren wir mal. Und dieser wird vielleicht demnächst anders aussehen, aber ihr werdet uns auf alle Fälle im Bereich Schließzylinder werden wir uns wiedersehen. Und ich bin jetzt in der Rubrik mit Sicherungskarte. Warum bin ich in der Rubrik mit Sicherungskarte? Weil ganz einfach, Zylinder mit Sicherungskarte von Natur aus schon eine ganz anderen Ansprüche haben als Zylinder ohne Sicherungskarte. So, und hier haben wir das mal ähnlich gemacht für alle, die unter euch, die einen einzeln schließenden Zylinder oder vielleicht eine kleine Gleichschließung suchen und die nicht groß konfigurieren wollen, haben wir ebenfalls diese Sicherheitsstufe hier angebracht und mal kurz diese Fakten, wie viel Zuhaltung hat ein Zylinder, welche Zertifizierung, welche Besonderheit, ist es ein Kerbenschlüssel, ist es ein Wendeschlüssel. Also auch hier seht ihr verschiedene Systeme, die werden sich in nächster Zeit auch noch ausbauen. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit zu gucken, zu sagen, ah, okay, alles klar, bibabo. Hier lässt sich der Preis leider nicht so einfach vergleichen wie eben beim Konfigurator. Aber hier findet ihr auch wieder den EPS-Zylinder wieder. Ihr seht, schaut, sobald er außerhalb von Schließanlagen ist etc. pp., wo wir uns da in etwa bewegen. Hier würde ich also auf alle Fälle auch jemanden empfehlen, sich erstmal umzuschauen, um erstmal, wo geht die Richtung hin, möchte ich einen Wendeschlüssel, wie wichtig ist mir Modular, wie wichtig sind die Zertifizierung und dann ergibt sich hier draus automatisch entsprechend eine Auswahl. Diese beiden Adressen schreibe ich euch natürlich drunter und diese beiden Hilfen wollte ich euch mal mit auf den Weg geben, damit ihr euch erstmal grob orientieren könnt. Ich hoffe, das hilft weiter. Ich will an dem Punkt erstmal Schluss machen, damit es nicht allzu lange wird und bin natürlich für Fragen, meine Kontakte habt ihr am Video drin, immer für euch zu erreichen. Und wenn ihr sagt, das ist mir alles nicht, ich brauche da mal eine Empfehlung, dafür sind wir da, kontaktiert uns. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.